Frau von Dewitz, bleiben Sie vielleicht gleich bei uns. Wir haben eine Fragerunde, weil Sie auch Unterstützer von Nachhaltig Digital sind. Und weitere Unterstützer würde ich jetzt gerne auf die Bühne bitten, und zwar Herrn Dr. Heinz-Gerd Peters von der Telekom, Frau Rathe, Frau Daniela Rathe von Porsche und Friederike Fröhlich vom Wittenberg-Zentrum für globale Ethik. Mit einem herzlichen Applaus bitte alle drei. Hallo, grüß Sie. Hallo, Frau Fröhlich. Sie können sich gerne jeder schon mal ein Mikrofon nehmen, denn ich werde Sie abwechselnd befragen zu verschiedenen Gesichtspunkten, die wir teilweise schon gehört haben, teilweise neu. Und Sie lade ich herzlich ein. Sie dürfen das Handy in die Hand nehmen und über die Line-Upper-App, die Sie schon auf den Programmen gesehen haben, die Sie vielleicht auch schon im Vorfeld genutzt haben, wenn Sie möchten, gerne Fragen stellen an die Referenten, die Ihnen so kommen, und die werden uns dann wahrscheinlich hier in den nächsten Minuten zugetragen vom Team. Spannendste Frage, warum machen Sie mit bei Nachhaltig Digital? Herr Peters, was treibt Sie als Telekom, die Sie ja eigentlich schon sehr weit in diesem Gebiet sind, jetzt bei so einer Kompetenzplattform mitzumachen? Funktioniert. Warum unterstützen wir Nachhaltig Digital? Also es ist so, dass wir ja seit vielen Jahren auch mit Baum zusammenarbeiten, und wir hatten damals die Anfrage auch bekommen, inwieweit wir Nachhaltig Digital, also den Aufbau einer Kompetenzplattform, unterstützen wollten. Ich fand die Idee von Anfang an sehr gut, habe auch intern da Überzeugungsarbeit geleistet. Und alle waren letztendlich auch der Überzeugung, dass das eine sehr gute Sache ist, ein spezielles Institut, eine Plattform zu schaffen, welche sich tatsächlich nur mit der Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Es gibt verschiedenste Ansätze, die das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit diskutieren, aus verschiedensten Blickwinkeln heraus, branchenorientiert, Teilaspekte von Nachhaltigkeit, aber wir reden ja bei Nachhaltigkeit wirklich von drei verschiedenen Dimensionen, und wir als Unternehmen orientieren uns ja auch an den SDGs, die sind heute auch schon mehrfach erwähnt worden, die eben auch einen übergreifenden Ansatz fahren, und genau das sehen wir in dieser Kompetenzplattform, nämlich einen übergreifenden, ganzheitlichen Ansatz des Themas Digitalisierung in Verbindung mit Nachhaltigkeit. Und deswegen hat man uns das überzeugt und unterstützen dies dann auch. Jetzt sind Sie, Herr Dr. Peters, ja Klimaschutzbeauftragter bei der Deutschen Telekom. Wo sehen Sie da vielleicht konkret Chancen zum Thema Klimaschutz, das zu verbinden? Ja, Digitalisierung, ansatzweise ist es heute auch schon erwähnt worden, hat verschiedenste Facetten, eben auch tatsächlich die Facette des ökologischen Nachhaltigkeitsbeitrages, und das ist eben das Thema Klima- und CO2-Emissionen. Es gibt viele Produkte und Lösungen, die natürlich auch wir als Deutsche Telekom anbieten, die eben zur Reduktion auch von CO2-Emissionen bei unseren Kunden, nicht nur bei uns selber, sondern bei unseren Kunden natürlich im Einsatz dieser Lösung auch beitragen können. Wir selbst haben auch mal eine Studie unterstützt namens Smarter 2030 von einer internationalen Organisation, der Global E-Sustainability Initiative, die besagt, dass 20% aller CO2-Emissionen global im Jahre 2030 durch den Einsatz von ICT-Produkten eingespart werden könnten. Da sind wir zugegebenermaßen sicherlich noch weit von entfernt. Und heute Morgen ist ja auch von Bonde gesagt worden, es gibt sicherlich auch Rebound-Effekte, also negative Effekte, die betrachtet werden müssen. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir am Ende einen positiven Nettoeffekt haben werden, was CO2-Emissionen betrifft. Und wir sind auch davon überzeugt, dass wir haben noch 12 Jahre bis 2030, auch diese Potenziale erschließen können. Mhm. Obgleich wir heute noch davon entfernt sind, aber die Entwicklung ist derartig dynamisch im Bereich der Digitalisierung dieser Produkte und Prozesse, dass wir da sehr zuversichtlich sind. Mhm. Eine dynamische Entwicklung beobachten wir auch in der Automobilbranche. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Daniela Rathe,
Sie ist Leiterin der Abteilung Politik und Außenbeziehungen bei Porsche und dort zuständig für zentrale Koordination aller politischen Themen auf lokaler, nationaler, EU- und globaler Ebene und verantwortet auch die Steuerung der Querschnittsstrategie Nachhaltigkeit. Was tut sich gerade im Bereich Automobilindustrie, was tut sich bei Porsche zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Frau Rathe? Ja, guten Tag. Das Thema Digitalisierung bezieht sich natürlich bei uns oder generell in der Automobilbranche auch sehr stark auf das Thema Mobilität. Wie bewegen sich Menschen zukünftig? Welche Mobilitätsformen wählen sie und wie sind sie für die Kunden auch attraktiv gestaltet? Das ist, denke ich, generell ein Thema. Dann bezieht sich auch konkret auf unser Produkt. Was muss ein Auto zukünftig können, um genutzt zu werden, um Mobilität, soziale Teilhabe, auch wenn wir vom Stadt-Land-Gefälle sprechen, zu ermöglichen. Das sind Themen, die das Unternehmen natürlich treiben und dann auch Dinge, die hier schon vorgestellt worden sind, nämlich welche Kompetenzen müssen Kolleginnen und Kollegen haben, um so ein Auto zu produzieren? Wie ist das Verhältnis Mensch-Technik? Ja, also diese Kollaboration in der Fertigung, wie sieht die Fertigung aus? Also es geht durch das ganze Unternehmen und von daher auch natürlich bei Porsche. Jetzt unterstützen Sie die Kompetenzplattform Nachhaltig Digital. Warum? Was treibt Sie da an? Also aus unserer Sicht kann man Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht voneinander trennen. Es sind beides Querschnittsthemen und ich fand das ganz interessant, was Sie auch gesagt haben mit VD, dass das eben Nachhaltigkeit als Grundprinzip des Unternehmens verankert ist und daran arbeiten wir auch gerade, also nicht als die schöne Brosche, sondern zu schauen, dass wir entlang der Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitsthemen platzieren und das Thema Digitalisierung rollt genauso auf uns zu und zum einen arbeiten wir und müssen wir daran arbeiten und zum anderen finde ich es auch sehr spannend, bei dieser digitalen Plattform oder bei dieser Plattform, nicht digitalen Plattform, verschiedene Unternehmen zusammenkommen, verschiedene Akteure und vor allem groß, klein Unternehmen und wir müssen raus, wir Unternehmen müssen rein in die Gespräche, in den Dialog, Austausch lernen, das finden wir spannend und zukunftsweisend. Das ist ein gutes Stichwort, wir haben die kleinen Unternehmen da, die großen Unternehmen, aber auch die Wissenschaft. Frau Friederike Fröhlich ist Projektleiterin am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik. Das Zentrum ist ein gemeinnütziger, praxisorientierter Think Tank und sie betreut darin Seminare und Dialogaktivitäten zu den Themen Digitalisierung und Unternehmensverantwortung, verantwortet auch das Wittenberger Führungskolloquium und als Philosophin am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik will sie nicht nur die Welt interpretieren, sondern auch mitgestalten. Und deswegen die Frage an Sie, wenn Sie jetzt mitgestalten können in dieser Plattform, was möchten Sie gerne mitgestalten? Welche Fragen, Impulse, Gedanken möchten Sie einbringen, Frau Fröhlich? Genau, das Stichwort war ja schon ganzheitliche Entwicklung. Nachhaltigkeit ist nur dann gegeben, glauben wir, am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik, wenn sie auch ethischen Dimensionen genügt. Und klar, dass die Digitalisierung wirft sehr viele komplexe Fragen auf, aber wir glauben, gerade deshalb ist es wichtig, sich ethischen Grundhaltungen zu vergewissern. Und eine davon ist zum Beispiel das Prinzip Do No Harm. Und wenn man an dieses Prinzip denkt, dann lassen sich ganz gut Fragen aufwerfen, die wir glauben, die ethische Innovationen erfüllen müssen. Zum Beispiel, ich bin auch hier mit dem Thementisch Algorithmen. Wenn wir an Algorithmen denken und an Entscheidungsfindungen, die viel mehr, also die zunehmend maschinell geführt werden, dann können wir eigentlich zwei Fragen stellen. Wem nützt das kurzfristig und wem schadet das kurzfristig? Und wem nützt das langfristig und wem schadet das langfristig? Und das sind eigentlich zwei Fragen, die wir an diesem Thema sehr gut beantworten können mit Blick auf Fairness, Gerechtigkeitsfragen, aber auch mit Blick auf gesellschaftliche Fragen. Wenn wir uns überlegen, dass Algorithmen darauf basieren, auf Klassifizierung, Quantifizierung, dann ist es sicherlich in vielen Bereichen sehr gut. Gleichzeitig ist es aber die Frage, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Man muss gar nicht mit dem Beispiel China und Social Credit System kommen, was Sie sicherlich alle schon mal gehört haben, aber sicherlich sind das Fragen, die ganz tief die Frage berühren, was bedeutet Menschsein in unserer Gesellschaft, wenn wir zunehmend von Maschinen bewertet werden? Und deswegen glauben wir, dass diese Fragen mit zu diskutieren sind, wenn es um ethische Innovationen geht. Ist ja auch spannend, wie es immer mitschwingt. Ne? Also wenn wir digitalisieren, dann messen wir, dann versuchen wir zu bewerten und versuchen es vielleicht auf einen, wie hieß er, Higgs-Index das zu bringen. Also wirklich auf eine Zahl. Ähnlich ist es ja auch bei der Gemeinwohlbilanz zum Beispiel, wo man wirklich das Thema Gemeinwohl auf eine Zahl bringen will, wo Sie als eines der Vorreiterunternehmen auch bilanzieren, Frau von Dewitz. Wie bringen Sie das zusammen? Also wenn Sie sagen, wir haben so viel, ist ja unglaublich, was Sie alles haben. Man fragt sich, was machen Sie hier? Sie haben doch schon alles. Wahnsinn. Wie verbinden Sie
ich sage mal, diesen Anspruch, qualitativ, ja, Fragen zu stellen, den Menschen in seiner Ganzheit zu sehen und dann wieder, ja, wie können wir das auf eine Zahl reduzieren? Wie kann man das zusammenbringen aus Ihrer Erfahrung? Weil beide Erfordernisse da sind, weil Nachhaltigkeit wahnsinnig komplex ist, weil die so viele Seiten hat, weil die so viele ethische Betrachtungen hat, weil so viele Abwägungen stattfinden müssen, weil so viele Zahlen zu erheben sind, um überhaupt bemessen zu können, wie ein Einfluss ist, ob der positiv ist, ob der negativ ist. Also in der Lieferkette beispielsweise, um zu beurteilen, ob die gut ist, kommen einfach wahnsinnig viele Zahlen zusammen von Abwasserzahlen, von Chemikalien, von wie viel Produktionsstätten sind auditiert, etc., etc. Wenn ich aber den Kunden, der das ja eigentlich ein gutes Gefühl haben will, wenn ich dem sozusagen das rüberschmeiße, den ganzen Ball an Informationen, dann erschlage ich den damit und erreiche gar nichts. Am Anfang, wir haben eine lange Reise hinter uns, am Anfang haben wir, also für uns war das ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht wahrgenommen werden, als wir haben ein grünes Feigenblättchen und wir machen damit nur grünes Marketing. Deshalb haben wir am Anfang alle Kunden überfrachtet mit allen Details und mit allen, was dahinter steht und mit allen Fakten und Zahlen und so weiter und haben festgestellt, also boah, also liest kein Mensch. Und deshalb ist diese eine Zahl so wichtig, also dass man Standards findet, dass man hervorragend analysierte Bewertungsmechanismen zusammenbringt und am Ende was Verdaubares für den Kunden zu haben, was den möglichst noch emotional anspricht und dem einfach ein gutes Gefühl gibt. Und dann kann er sich selber immer tiefer lesen. Also es ist immer wichtig, so eine Informationspyramide zu haben. Aber der Kunde am Anfang nur sozusagen entweder ein schönes Siegel, eine Zahl oder irgendwas, was er verdauen kann. Ja, haben Sie auch? Sie können Sie entwickeln gerade ergänzen? Einen Porsche Nachhaltigkeitsindex, in dem wir über alle Ressorts hinweg in großen Workshops mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen an Themen arbeiten und die ganzen Zahlen, die in den Zielen sowieso vorhanden sind und das, was eben durch ein Unternehmen entlang fliegt, sowohl bei den Beschaffern als auch wiederum im Vertrieb zu aggregieren zu einem Index, zu einer Indexzahl, um eben auch eigentlich mal zu kommunizieren, was wir tun, wie komplex es ist und dann entlang der Pyramide, wie Sie es gerade sagten, nach unten weiter sich zu informieren. Also das ist unser Weg, partizipativ auch dieses Thema im Unternehmen anzugehen, Nachhaltigkeit zu etablieren. Sind Sie ja gerade als Pionier schon vorangegangen, haben sehr viel schon durchgemacht. Was würden Sie Mittelständler empfehlen, die vielleicht da am Anfang stehen? Womit kann man am besten anfangen, um sich eben nicht zu verzetteln oder um zu sehen, ja, da fokussiere ich mich jetzt erstmal drauf und dann kann alles andere danach kommen? Also meine Antwort ist immer im Unternehmen, bei den Menschen, auch wenn ich mich jetzt Digitalisierung zuwende. Ich erlebe es ganz oft, dass Unternehmen dann anfangen und sagen, okay, sie holen sich jetzt Experten von außen rein, die sagen jetzt, welches Projekt am wichtigsten ist und dann wird für mich von außen betrachtet, vielleicht auch ein bisschen arrogant jetzt, einfach willkürlich oder nicht willkürlich, weil es mit Experten ein Projekt rausgesucht und das ist dann das Digitalisierungsprojekt, das kann man dann außen hängen und man ist jetzt auch digital. Und ich finde, das geht total am Thema vorbei, weil ich finde, also am Anfang steht da, dass, also aus meiner Sicht, die Unternehmenskultur muss passen. Digitalisierung hat so viele Facetten und so viele Möglichkeiten, Geschäftsmodelle. Man muss die Kunden verstehen, also es ist einfach breit und das kriege ich nicht hin mit einem Projekt, sondern ich brauche alle im Unternehmen, die mitdenken, die ihre Fühler ausstrecken, die von selber eigentlich auf Lösungen kommen. Ich meine, das ist jetzt unser Weg und das ist wahrscheinlich auch nicht der einzige Weg, den es gibt, aber das habe ich als sehr, sehr, empfinde ich als sehr heilsam, dass das gar nicht von oben vorgegeben wird, jetzt wird Digitalisierung gemacht, sondern dass von unten einfach die besten Lösungen gesucht werden, die eben für die verschiedenen Probleme sind im Unternehmen. Und diese Kultur muss ich schaffen. So eine Dialogkultur letztendlich auch, um sich dazu auszutauschen. Dialogkultur, eine Vertrauenskultur, eine Kultur auf Augenhöhe, wo die Entscheidungen nicht über Hierarchien nur geprägt sind, sondern wo nur der Rahmen gesetzt wird, wo einfach die Leute sich selber entfalten und einfach mitgestalten, tatsächlich mitgestalten. Genau, um diesen Dialog geht es ja hier auch. Und die Frage ist an Herrn Dr. Peters, warum ist der Mittelstand so wichtig für die Telekom? Warum binden Sie ihn so stark ein, auch jetzt mit Ihren Aktivitäten? Ja nun, als Deutsche Telekom bedienen wir natürlich nicht nur Privatkunden, sondern auch Geschäftskunden und der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Letztendlich werden dort die meisten Jobs geschaffen. Wir haben viele, viele Weltmarktführer, die man möglicherweise gar nicht kennt, namentlich nicht bekannt, aber im globalen Markt führend in ihren in Teilbereichen, in ihren Teilmärkten. Letztendlich haben wir natürlich auch ein Interesse daran, dass der Mittelstand, auch kleine Unternehmen weiterhin auch so erfolgreich sind, wettbewerbsfähig sind. Und wir möchten natürlich den Mittelstand, der durchaus noch an der einen oder anderen Stelle ein gewisses
Aufholpotenzial, was Digitalisierung betrifft, unterstützen und begleiten auf dem Weg, auch weiterhin natürlich konkurrenzfähig und vorne zu sein und vorne zu stehen. Haben Sie auch gute Beispiele, wo es schon ganz gut gelingt, Digitalisierung voranzubringen im Mittelstand, Stichwort Cloud-Lösungen, Stichwort ja, Kommunikationslösungen, die Sie anbieten, wo Sie sagen, hier haben wir Mittelständler unterstützen können und ja, auch selber vorangebracht? Ja, es gibt natürlich eine Reihe von mittelständischen Kunden, gerade was Cloud-Lösungen betrifft, das ist ja gerade auch schon gefallen. Gerade da gibt es natürlich auch noch ein gewisses Aufholpotenzial im Mittelstand, weil da die Unsicherheit tatsächlich auch noch ein bisschen verbreitet ist. Was geschieht mit meinen Daten? Cloud ja, aber am liebsten habe ich ja gerade gehört, in meinem eigenen Keller und gehört alles mir. Also Datensicherheit und Privacy ist natürlich ein großes Thema für viele kleinere und mittlere Unternehmen, aber natürlich haben wir da erfolgreich Cloud-Lösungen eingesetzt. Das ganze Thema Maschine-to-Maschine-Kommunikation ist auch ein großes Thema, auch für den Mittelstand, auch da gibt es gute Beispiele. Das ganze Thema Logistik, Transport, Fernwartung, also Echtzeit, Daten von Maschinen, Auslesbarkeit etc. etc. Also all das findet ja schon statt, da haben wir durchaus erfolgreiche Beispiele auch im Mittelstand. Ich habe zum Beispiel gesehen, Sie haben ein nachhaltiges Gemüsekistenunternehmen dabei unterstützt, seine Routen zu optimieren. Also in dem Fall ist es dann so, dass ganz schnell über digitale Lösungen, über das Handy zum Beispiel, dann der Fahrer sieht, wo er am besten langfahren kann. Kann man sich das so vorstellen? Es geht um die Optimierung von Transportwegen, ja. Also letztendlich geht es immer auch um Effizienz, es geht um Schnelligkeit und Ressourceneffizienz, vor allem auch Optimierung von Wegen natürlich. Mhm. Und man kann ja wirklich auch exakt sehen, wo sind gerade auch meine Waren, die ich haben möchte, in welchem Zustand sind die Waren. Also auch da werden natürlich viele Daten wiederum auch zeitnah geliefert. Wir haben vorhin schon von Ihrer Kollegin, Frau Kubin-Hadewig, gehört, Vertrauen ist ein wichtiges Thema im digitalen Zeitalter. Und dazu forschen Sie, glaube ich, auch, Frau Fröhlich. Die Frage, wie sehr können wir Algorithmen vertrauen? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wie man diese Frage beantworten könnte? An welchen Stellen Algorithmen vertrauenswürdig werden? Ja, genau. Wir glauben, dass eigentlich Algorithmen nur dann die Potenziale erfüllen können, wenn sie vertrauenswürdig sind. Und genau deswegen sind natürlich ethische Fragen total wichtig. Und ein ganz großes Stichwort ist da das Stichwort Transparenz. Das unterscheidet auch die Algorithmen, die oft eingesetzt werden von dem von der HIC-Zahl, wie Sie die beschrieben haben, wo es um die Herstellung von Transparenz geht. Es ist oft so, dass jetzt Algorithmen zum Beispiel für die Frage nach der Kreditvergabe, für die Frage der Strafanfälligkeit zur Einschätzung von Menschen in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wo Leute eigentlich nicht genau wissen, nach welchen Kriterien sie bewertet werden. Deswegen sagen wir, eigentlich ist es wichtig, ein Recht auf Erklärung durchzusetzen. Das ist im Rahmen der Datengrundschutzverordnung schon teilweise verbessert worden. Aber das ist auf jeden Fall eine Richtung, in die es gehen muss, damit auch Leute den Maschinen, die sie bewerten, vertrauen können. Also dass man weiß, worauf beruht es eigentlich gerade, was hier berechnet wurde, was hier für mich vorentschieden wurde letztendlich. Genau. Jetzt frage ich mal kurz an das Team. Gab es Fragen über Line-Up, die jetzt schon reingekommen sind, die hier vorgegeben werden können? Viele Fragen, ganz viele, aber die kommen jetzt nicht vor. Vielleicht können wir sie auch nachher noch klären, denn wir haben eine ganze Menge, noch verschiedene Thementische, verschiedene, aber hier kommt gerade, genau. Schauen wir mal, was ist dabei? Kann man es lesen? Okay. Aha, doch, eine ganze Menge. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht alles in der Zeit. Aber vielleicht an Sie, Frau Rathe, hier ist eine Frage gekommen. Gab es Nachhaltigkeitstage für die Mitarbeiter bei Porsche? Gibt es sowas oder ist es geplant? Und was wurde da so gemacht? Wir haben Ende Januar Nachhaltigkeitstage gehabt, eine Woche lang, wo wir als erstes den Kolleginnen und Kollegen erstmal die ganze Strategie dargelegt haben, wie wir weiter vorgehen. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen, die an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten, Vorträge halten lassen, die wir auch im Übrigen im Intranet gezeigt haben, also über eine digitale Plattform, sodass die Leute sich über ihr Handy, über ihr iPad oder ihren Computer zuschalten konnten und informiert werden, was machen wir in der Lieferkette etc. haben wir.
Und wir werden sie nächstes Jahr vorführen. Und das ist eigentlich unser Versuch und auch unser Commitment für die Mitarbeiter, die mitzunehmen auf die Reise. Mhm. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was gab es für Rückmeldungen vielleicht von den Mitarbeitern? Also unsere Kolleginnen und Kollegen waren sehr dankbar. Die fanden das super. Also die Rückmeldung war zum einen selber Beispiele zu nennen. Wie können wir als nachhaltiges Unternehmen uns aufstellen? Was muss getan werden? Also selber Ideen einzubringen. Dann auch einfach, ich war die ganze Woche präsent, mit den Leuten in Austausch zu sein, Fragen zu beantworten. Und natürlich gibt es ja auch eine politische Debatte in der Automobilbranche, das ist ja allen bekannt. Und dann auch die Frage, wie sehe ich mich als Mitarbeiter, was sage ich meinen Freunden, meinen Bekannten? Und denen auch zu erklären, wie das Unternehmen eigentlich funktioniert und welche Schritte wir gehen. Das war durchweg positiv und eigentlich der Wunsch nach mehr und länger. Okay, spannend. Ja, ist ja immer auch die Frage, wie verschieben sich mit solchen starken Veränderungen wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung auch die Identität von Unternehmen, die Identität der Mitarbeiter, wie sie sich damit identifizieren. Insofern muss man es adressieren und es ist gut, wenn man dazu Veranstaltungen hat. Hier gibt es eine kurze Frage, ich denke, die kann man vielleicht kurz beantworten an Frau von Dewitz. Wann ist ein Unternehmen klimaneutral? Bei der Klimaneutralität oder werden erst alle Emissionen erhoben, also miss es oder vergiss es, alles, was vom wirtschaftlichen Tun an Emissionen entsteht, beispielsweise durch Heizen, durch Mobilität, also Pendeln oder zu Kunden fahren, durch den Transport der Ware, durch alles, was quasi aufkommt an Emissionen, wird umgerechnet in einen Faktor. Ja, es wird erst natürlich über Jahre versucht zu reduzieren, das haben wir gemacht seit 2008 sind wir EMAS zertifiziert, das heißt, wir haben also 8 bis 11 haben wir reduziert und seit 11 kompensieren wir, was übrig bleibt an Emissionen. Das heißt, es wird umgerechnet in einen Faktor und wir machen das über MyClimate, das geht in Goldstandardprojekte auf der anderen Seite der Welt, da wo wir produzieren, wo beispielsweise dann mit dem Geld, mit dem Gegenwert in Gegenden, wo früher gekocht wurde mit Holz in der Wohnung, da werden jetzt Solarkocher eingesetzt. Also das Goldstandardprojekte sind dann Projekte, die klimapositiv sind und die sowohl eben der Umwelt als auch den Menschen zum Wohle gedeihen. Mhm. Also reduzieren, kompensieren. Kompensieren im Endschritt. Okay, danke schön. Mit Blick auf die Zeit würde ich Sie bitten, vielleicht sind Sie gleich dann noch in den Pausen da, Ihre Fragen gerne persönlich an die Referenten zu stellen. Und eine kurze Abschlussrunde würde ich Sie bitten, eine Frage zu beantworten, nämlich und bitte mit einem Satz. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht am meisten an bei der Verbindung Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Worauf sollten wir da besonders achten, Frau von Dewitz? Ich wiederhole mich. Auf die Menschen, auf die Kultur, auf die richtige Verankerung im Unternehmen. Mhm. Danke. Genau, ich würde auch sagen, die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss im Dienst der Menschen stehen. Ja, Frau Rathe. Querdenken und Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen und den Menschen. Querdenken und Augenhöhe, Herr Dr. Peters? Ja, letztendlich geht es um Vertrauen in den Prozess der Digitalisierung und dann geht es natürlich um Menschen. Die Menschen müssen der Entwicklung vertrauen, ansonsten wird sie in Stocken geraten und wird nicht das erreichen, was wir uns eigentlich allesamt wünschen, nämlich Nachhaltigkeitsbeiträge zu liefern. Ich glaube, wir haben auch gleich noch ganz viele Möglichkeiten, diese Aussagen zu konkretisieren an den Thementischen, in den Gesprächen, in den Dialogen und auch in den Pausen. Ganz herzlichen Dank an Sie vier für die Bereitstellung der Fragen und natürlich für die Unterstützung an Nachhaltig Digital. Mögen möglichst viele noch weitere Unterstützer dazukommen. Einen herzlichen Applaus, vielen Dank. Ja, ich darf Sie gerne auf Ihre Plätze bitten und nach vorne zu mir bitten, Herrn Karl-Ernst Müller, er ist Koordinator von Nachhaltig Digital und Senior Manager für Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei Baum e.V. seit 2017. Hintergrund ist, er ist Bank- und Diplomkaufmann, hat BWL studiert an der Leuphana-Universität Lüneburg, ist 10 Jahre lang auf Unternehmensseite tätig gewesen und 10 Jahre in der Strategieberatung, in der Managementberatung für Fischer-Appelt Advisors. Hat sich dort spezialisiert für das Thema methodenbasierte Entwicklung klarer Strategiekommunikation. Und über die Kompetenzplattform Nachhaltig Digital sagt er, unsere Inhalte sollen nützlich und nutzbar sein. Er gibt uns einen Überblick, wer beschäftigt sich mit dem Thema, was hat es mit Nachhaltig Digital auf sich, was ist diese Meta-Plattform. Heißen Sie bitte mit mir herzlich willkommen, Karl-Ernst Müller.
wisst ihr jetzt. Dieses Mikro. Super. Ja, herzlich willkommen von mir nochmal. Ich freue mich riesig, dass es jetzt losgeht. Es geht bei mir dann nicht nur um den Tag, sondern tatsächlich um die gesamte Plattform. Wir arbeiten ja offiziell seit dem 01.01.2018 daran, also so lange gibt es uns noch gar nicht. Aber wie man hier sieht, hat an diesem Ort vor 2 Jahren ein Kongress stattgefunden über Digitalisierung und Nachhaltigkeit vom Baum. Und da haben die DBU und Baum zum ersten Mal Ideen ausgetauscht, das zu verlängern und einfach zu sagen, da müssen wir einfach mal weitermachen. Und so kam es dann, glaube ich, zu einem Austausch mit der Telekom und die haben gesagt, also wenn ihr da was Vernünftiges an den Start bekommt, dann hosten wir euch gern wieder, das könnt ihr gerne machen. Deshalb gibt es diese Partnerschaften und auch Bosch hat damals gesagt, fangt mal an und Porsche ist dann dazugekommen in diesem Jahr und so freuen wir uns, dass wir sehr starke Partner haben, um das auch wirklich umsetzen zu können. Und ich werde jetzt mal ganz kurz sozusagen konkreter werden auf das, was wir eigentlich mit der Meta-Plattform erreichen wollen. Das ist sozusagen die Ausgangsthese, die, glaube ich, heute schon häufig genannt wurde. Irgendwie ist unsere Zukunft zwischen Nachhaltigkeit und zwischen Digitalisierung. Das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und dieses Querschnittsthema Nachhaltigkeit habe ich vorhin genau beobachtet. Es sind ein paar mehr Personen aufgestanden bei der Frage, ob Nachhaltigkeit ein Steckenpferd ist, und als bei Digitalisierung. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, wir wissen, wie komplex das Thema ist. Und diese Querschnittsfunktion, die immer genannt wurde, die ist bei der Digitalisierung ja im Prinzip auch. Und ich finde, noch komplizierter. Also es hat auch schon fast ein bisschen genervt, im letzten Jahr darüber nachzudenken, wie wir das zusammenbringen wollen. Und haben dann gesagt, wir können das auch gar nicht. Das ist zu komplex. Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen dafür eine Plattform, wir nennen es Kompetenzplattform. Und ich habe heute schon wieder so viele Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel war die Frage im Raum, ich glaube von Ihnen, Frau Kubin-Hartwig, wie macht man es, dass die Unternehmen Mitarbeiter haben, die dieses Tempo mitgehen können? Und da frage ich immer, gibt es hier jemanden von IBM? Es ist nie jemand von IBM dabei, das gibt es doch gar nicht. Und da habe ich gehört, die machen People oder People's Analytics und lassen Watson, deren künstliche Intelligenz, einfach die gesamte Kommunikation der Mitarbeiter mitlesen. Und Watson macht dann Fortbildungsvorschläge. Also nach so 2-3 Jahren sagt Watson, wow, gutes IBM geworden. Ihr habt alles, was ihr braucht jetzt sozusagen. Das finde ich wieder eine Mischung aus gruselig und super spannend. Wir haben, um diese Komplexität abzubilden, eine Inspirationsmaschine produzieren lassen. Die ist jetzt auf der Autobahn. Die ist gestern Abend fertig geworden. Der Bote hat die irgendwie vergessen abzuholen, der Übernachtbote. Und ist sie da? Ach so, ist das das Original, Jan? Wirklich? Oh, wow. Können wir die auslegen jetzt? Ja, mach mal bitte. Die ist gar nicht mehr auf der Autobahn. Die ist hier und die versucht nämlich 3 Dinge zusammenzukriegen. Ich kann das hier nur mal so zeigen. Die sagt, also die wird Ihnen gleich ausgegeben, was bedeutet, und dann kommt das digitale Thema, zum Beispiel steht jetzt hier Roboterrecht. Und dann kommt die betriebswirtschaftliche Komponente, weil wir heute gehört haben, Mittelstand und die Geschäftspartner sind wahrscheinlich die wichtigsten Player, um das umzusetzen. Und dann kann man hier noch weiter drehen und dann kommt die Nachhaltigkeitsperspektive, zum Beispiel ethisch. Also was bedeutet Roboterrecht in der Geschäftsführung ethisch? Und ich drehe jetzt mal weiter, mal sehen, was da kommt. Jetzt, wenn ich einen weiter drehe, dann steht da, was bedeuten Echtzeitanalysen, ihre Entsorgung sozial? Also ist nicht alles funktioniert, aber wir geben die, glaube ich, mal rum. Ich gebe die mal kurz an den Rednertisch, weil wir damit versuchen, die Plattform zum Leben zu erwecken und diese Vielfalt der Fragen, die uns begegnet ist und die heute hier auch schon genannt wurde, mal so ein bisschen zu inspirieren, sagen wir mal. Denn wir wollen eigentlich nur 3 Dinge erreichen. Wir wollen informieren auf dieser Plattform, wir wollen inspirieren und wahrscheinlich wollen wir auch initiieren. Herr Bonde, Sie haben das schon angedeutet, vielleicht kann man Folgeprojekte daraus ableiten. Und wir haben deshalb gesagt, gut, das müssen wir auch visuell umsetzen, wir wollen die Plattform sein. Ich sage dann immer, die anderen haben die Kompetenz, wir sind nur die Plattform.
aber wir haben sozusagen die Plattformkompetenz. Jetzt bitte nicht mit Herrn Stoiber. Komm. So, und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen im Prinzip alle Antworten. Das wurde heute auch schon gesagt, wir brauchen auf Augenhöhe Eigenverantwortung und Antworten aus allen Bereichen, also ethisch, ökologisch, ökonomisch, sozial, aus den einzelnen Funktionsbereichen in den Unternehmen und eben auch aus den technologischen Aspekten. So, und dann haben wir gesagt, wir setzen das auch im Logo um. Denn im Prinzip ist es so, wir als Plattform, wir möchten zusammenbringen und jeder von uns hat Teilkompetenzen und wir brauchen etwas, wo der Austausch stattfindet. Und nicht zufällig ist unser Logo rund und dieser Raum ist auch rund. Man kann insofern eigentlich sagen, die bunten Kreise sind die Tische und die eckigen sind die Ideen, die hier hoffentlich im Raum sind. In kurz, wir sind nachhaltig digital, wir wollen alle Antworten und unser Elevator-Pitch sagt, für den Mittelstand in Deutschland, seine Geschäftspartner ist nachhaltig digital, der Ort für Ideen, Produkte, Lösungen, Inspiration und Diskussion, digital und analog. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, nochmal in Kürze, falls wir die Präsentation zur Verfügung stellen. Und das Analoge findet ja heute statt und wir haben noch etwas mitgebracht, das ist das Digitale. Wir haben hier eine Plattform aufgerufen, natürlich ist jetzt uns die Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen dazwischen gekommen, das heißt, wir müssen immer vorher, kannst du einmal bitte raufklicken, Lisa, wir müssen mal vorher diesen Disclaimer jetzt anklicken, ich habe gehört, das ist so, weil wir eben externe Daten importieren und wir haben jetzt einfach mal die ersten Personen und Organisationen hier eingetragen, klick doch mal bitte auf Hamburg. Genau, da haben wir jetzt 5 und vielleicht, ja, genau da, was ist das? Klick mal drauf, was kommt da? Ah ja, genau, HSBA, genau, ist ein Content-Partner heute, Tisch irgendwo hier, genau, wunderbar, super, Tischnummer 6, Kollaboration ist, glaube ich, das Thema, ne? Genau, und wir möchten eben heute einmal analog mit Ihnen allen die Plattform zum Leben erwecken, der Austausch bei Ihnen ist uns das Wichtige und wir würden uns eben auch freuen, wenn wir zum Beispiel auf dieser Karte noch mehr Einträge bekommen, das heißt, gucken Sie doch mal drauf, ob Sie drauf sind, ob Sie rauf möchten und schicken uns einfach an info@nachhaltig.digital Ihre Informationen, dann werden Sie da noch mit aufgenommen. Und ich, genau, wir hatten eine kleine, eine Pre-Opening, will ich das mal nennen, im Mindspace in Hamburg. Da haben wir 6 Startups zusammengeholt, die einfach ökologisch und soziale Ausrichtung hatten und haben die mal pitchen lassen und da wiederum das Publikum so eingebunden, dass wenn jemand eine Lösung wusste, dann musste er sich melden sozusagen, sonst hätte es kein Bier gegeben am Ende und musste diesem Startup helfen. Das heißt also dieser Gedanke, wir sind die Plattform, die Synapsen sollen hier im Raum gebildet werden und die Kompetenzen vernetzt, ist eigentlich genau unsere zentrale Aufgabe. Und ich glaube, dazu gibt es noch einen Film, der findet nachher in der Mittagspause statt, der ist jetzt nicht so relevant. Ja, sehr gut. Steht auch da. Und ich sollte mich beeilen. Ich finde, ich habe eine Minute rausgeholt von der Verspätung. Tina, das ist nicht schlecht, oder? Danke. Und jetzt geht es eigentlich an die Tische fertig los, sozusagen. Aber dazu musst du, glaube ich, noch ein bisschen was sagen, Tina. Vielen Dank.